ja nichts lesen. Also Instagram scheint nicht zu gehen, wie so oft, aber zumindest Facebook und so, sind wir da jetzt schon live? Ja, wir sind live. Webseite stumm. Jawohl, da hat es funktioniert. So, liebe Barbara, wir beginnen. Ich muss nur überall noch posten. So, also herzlich willkommen alle Zuschauer auf YouTube und auf Facebook. Der Instagram-Kanal scheint wieder mal zu streiken heute. Das tut mir sehr leid, aber wir sind jedenfalls live auf YouTube. Geht's da auch? Ich schaue gerade. Ja, wir sind auf YouTube, sind wir auch live und auf Facebook. Und somit kann das Gespräch beginnen. Herzlich willkommen, liebe Barbara Miller. Du hast einen Kongress bei uns gestaltet zu Gesundheitsmarkern und Laborwerten. Du bist ganzheitliche Ärztin. Wir wollen heute über Vitamin D sprechen, Vitamin A sprechen, entschuldige. Bitte stell dich doch einmal ein bisschen vor, was in deiner Ärztinnenpraxis so der Schwerpunkt ist. Schwerpunkt ist eigentlich alles, was jenseits von Gesundheit ist. Ich habe Patienten, die einfach nur Anti-Aging betreiben wollen, länger gesund und jung aussehend bleiben möchten. Und ich habe Patienten mit metastasierenden Krebserkrankungen. Ich habe kleine Kinder, sogar ungeborene Kinder als Patienten. Und ich habe über 90-jährige Patienten. Also alles. Und das macht die Arbeit so wunderbar, weil es so abwechslungsreich ist. Ich denke mir immer, die armen Augenärzte, die immer nur in diesem Bereich tätig sind, ich habe es mit dem ganzen Körper zu tun, mit allen möglichen Diagnosen und Symptomen. Und das macht es so unglaublich spannend. Und es ist, man hat nie ausgelernt. Ich bin jedes Jahr dankbar für das, was mir meine Patienten beigebracht haben. Und du bist also auch Rohkostärztin. Was sind so deine Schwerpunkte, wie du therapeutisch arbeitest? Rohkostärztin in dem Sinne, als dass ich einen sehr, sehr hohen Anteil an pflanzlicher Rohkost empfehle, aber aufpassen, nicht ausschließlich. Also nicht reine Rohkost, außer in bestimmten Fällen ist es tatsächlich zeitweise sehr sinnvoll und sehr heilend und sehr hilfreich, 100% rein vegane Rohkost zu machen. Ansonsten Schwerpunkte sind die Arbeit mit bioidentischen Hormonen, also mit dem Ziel, die eigene Hormonproduktion, wo es möglich ist, noch tatsächlich wieder ins Lot zu bringen mit Hilfe von bioidentischen Hormonen. Manchmal es passieren keine Wunder, wenn eine Frau schon jenseits der Menopause ist, werden wir uns auf die Wimpern stellen. Und trotzdem werden die Eierstöcke nicht wieder anfangen, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Aber auch hier ist es manchmal sehr hilfreich, kleine Gaben von bioidentischen, sprich präzise denselben Hormonen zu geben, die der Körper zuvor selbst gebildet hat. Das hat den unglaublichen Vorteil, dass wenn man das korrekt dosiert, dass es keine Nebenwirkungen gibt, die wir aus der Presse kennen bei den künstlichen Hormonen. Dann arbeite ich ganz intensiv mit Laboruntersuchungen, was wahrscheinlich auch der Aufhänger war, warum ich gefragt wurde, diesen Kongress zu moderieren, indem ich
praktisch ausschließlich Kollegen befragt habe, die ebenfalls ganzheitlich arbeiten, so wie ich, und so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut habe in diesen Interviews, mit welchen diagnostischen Methoden meine Kollegen arbeiten, um herauszufinden, was mit dem Patienten los ist und wie sie ihm helfen können. Also das war für mich auch super spannend und lehrreich. Ich selbst arbeite sehr intensiv mit Laborwerten. Als Physikerin bin ich einfach Naturwissenschaftlerin und keine Voodoo-Ärztin, obwohl mein Mann, der Schulmediziner ist, das immer sagt, du mit deiner Voodoo-Medizin. Aber ich bin keine Voodoo-Ärztin. Ich möchte schwarz auf weiß sehen, was in den Körpern meiner Patienten los ist. Dann kann ich Empfehlungen aussprechen, wie wir die Werte optimieren, ob es jetzt die Leber oder die Nieren sind oder bereits genannte Hormone, was man auf alternativmedizinischem Wege tun kann, um diese Organe oder Stoffwechselsysteme zu optimieren. Und letztendlich auch dann durch die Kontrolle der Laborwerte sehe, dass die Maßnahmen erfolgreich waren, zusätzlich natürlich zum Bericht oder zur Rückmeldung des Patienten, dass er sagt, dieses oder jene Problem ist jetzt weg, es geht mir viel besser, ich habe mehr Energie, ich schlafe wieder, die Ausschläge sind weg oder was es auch immer war. Ja, in dem Kongress, der dann am Freitag beginnt, der kostenlos ist und 10 Tage läuft. Also wenn man da die Liste der Speaker sieht, also wir reden jetzt noch kurz über den Kongress, bevor wir dann in Medias Res gehen, was das Vitamin A betrifft. Da sieht man eben auch verschiedene Ansätze, wie man mit Laborwerten und anderen Gesundheitsmarkern eben, wie man die interpretiert. Untersuchungsmethoden, zum Beispiel körperliche Untersuchungsmethoden. Das fand ich so spannend, was ich da erfahren habe. Ich habe auch, Entschuldigung, ich hab dich völlig überrannt und unterbrochen, aber ich muss das loswerden. Ich habe auch mit einem Labormediziner, also Kollegen gesprochen, der ein alternativmedizinisches Labor leitet. Das war auch super spannend. Das ist einer der Vorträge. Jetzt bist du wieder dran. Ein alternativmedizinisches Labor sogar. Okay. Es gibt mehrere in Deutschland. Okay. Was ist ein alternativmedizinisches Labor? Erklärst du das noch ganz kurz? Das sind die, die verstanden haben, dass zum Beispiel die sogenannten Normbereiche, nach denen die Schulmedizin vorgeht. Ja, der Patient geht nach Hause und sagt, die Ärzte finden nichts, obwohl ich spüre, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die sagen, alle Werte sind in Ordnung. Und das ist eben die Philosophie der Schulmedizin. Sobald ein Laborwert im Normbereich ist, in diesen Grenzen, ist alles paletti. Ist man außerhalb dieser Grenze, haben wir ein Problem und müssen etwas unternehmen. Aber bis dahin ist alles okay, laut Schulmedizin. Aber es ist nicht so, dass man abends ins Bett sich legt und kerngesund ist und am nächsten Morgen aufwacht und Diabetes hat. Das bahnt sich schon Jahre vorher an. Das heißt, innerhalb von diesem Normbereich, der übrigens rein statistisch 95% der Bevölkerung umfasst, sind natürlich schon beginnende Diabetiker drin. Nur sind sie nicht krank genug, als dass die Schulmedizin sagt, wir müssen jetzt etwas unternehmen. Das ist die Philosophie der Schulmedizin. Wir ganzheitliche Mediziner, wir wollen nicht Normwerte sehen, wir wollen Optimalwerte sehen. Das sind ganz andere Zahlen, die teilweise hier, da oder sogar außerhalb vom Normbereich sein können, wo wir wissen, wenn der Patient da drinnen ist, dann funktioniert das, was wir da gerade anschauen, wirklich optimal. Und zum Beispiel bei den Nährstoffen, bei den Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren sind die Normbereiche viel zu niedrig angesetzt, weil die Schulmedizin überhaupt kein Interesse daran hat, dass wir ausreichend von all diesen wertvollen Rohstoffen haben in unserem Körper, aus denen neue Zellen und Hormone und Enzyme gebaut werden. Weil dann werden wir nicht krank und dann bricht das Gesundheitssystem zusammen. Also es ist ein gewisser Widerspruch in sich, aber so ist nun mal die Philosophie. Ja, die Schulmedizin hat ja legt den Schwerpunkt auf Medikamentenverschreibung, ne, und nicht unbedingt auf Vitalstoffe sozusagen als vielleicht als kleiner Teil. Ja, das ist leider so. Und dann
ist es ja auch so, ist mir schon aufgefallen, dass jedes Labor hat ja unter Umständen auch andere Normwerte, nicht? Das ist, so ist es. Differiert ja auch von Labor zu Labor. Und dann ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob man im Vollblut misst, ob man im Serum misst, nicht? Dann gibt's ja auch, dann ist immer so diese Frage, was kommt in der Zelle an? Weil das, was im Blut schwimmt, was man in einer Blutanalyse sehen kann, ist ja nicht unbedingt das, was dann auch wirklich in der Zelle ankommt, nicht? Das ist ja wieder auch eine andere Frage. Das ist absolut korrekt. Und um deine Frage, die du eingangs gestellt hast, vorhin zu beantworten, ist es so, dass alternativmedizinische Labore tatsächlich eher die Optimalwerte anzeigen und nicht diese schulmedizinischen Normbereiche. Das heißt, wenn ein Patient bei zwei Laboren sein Blut bestimmen lässt, dann ist er einmal im grünen Bereich und einmal im roten Bereich. Ja, derselbe Zahlenwert. Das heißt, das alternativmedizinische Labor sagt, wir haben ein Problem, und das schulmedizinische sagt, alles paletti. Wir müssen nichts unternehmen. Was natürlich den Krankenkassen zugutekommt, die möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Denn wenn der Schulmediziner erst reagiert, wenn die Krankheit wirklich nicht mehr zu übersehen und wegzudiskutieren ist, haben die vielleicht jahrelang gespart, und zwar viel Geld. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir alle die richtigen Analysen machen, dass wir uns an die richtigen Ärzte und Heilpraktiker wenden. Und ja, also ich nehme auch täglich alle möglichen Vitalstoffe, das ist nun mal wichtig. Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto, da werden besonders viel Nährstoffe verbraucht. Ja. Und ich habe das jetzt sehr gut im Griff und das führe ich auch auf diese diversen Gaben von Vitalstoffen zurück, um eben die entzündlichen Prozesse möglichst gering zu halten. Ja. Ja, also schaut in diesen Kongress rein. Er beginnt eben jetzt am Freitag. Wie gesagt, ist kostenlos und dauert 10 Tage. Und ja, das klingt alles irrsinnig spannend. Liebe Barbara, wir wollen heute den Schwerpunkt unseres Gesprächs auf Vitamin A lenken. Mhm. Vitamin A, ein Vitamin, wo die meisten Leute im Mangel sind. Und wir wollen also heute darüber sprechen, wieso das so ist, was Vitamin A bewirkt, was der Unterschied zwischen Vitamin A und dem Provitamin A, dem Beta, wie heißt das Beta? Jetzt habe ich Blackout. Danke, Beta-Carotin habe ich extra mich heute eingelesen. Jetzt ist mir das nicht eingefallen. Also diese Vorstufe eben. Das Vitamin A und ob man das auch immer umwandeln kann. Es gibt eben das Vitamin A, das eben tierischen Ursprungs ist, oder eben das andere ist eben eher pflanzlichen Ursprungs. Und darüber werden wir jetzt in der nächsten Stunde sprechen. Was kannst du uns über Vitamin A berichten? Ich bin der Meinung, dass das jeder Mensch nehmen sollte, der sich halbwegs gesund ernährt. Und zu halbwegs gesund gehört in meiner Philosophie ganz, ganz wenig tierische Eiweiße, beziehungsweise noch besser, gar keine tierischen Eiweiße. Das Vitamin A, das ist praktisch die Endstufe eines Stoffwechselprozesses, der in den Pflanzen beginnt mit den gelben und orangefarbenen Farbstoffen, den Carotinen. Das Beta-Carotin ist das bekannteste. Es gibt aber noch viele andere, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden, weil sie wichtige Aufgaben im Körper haben. Die Carotine als Farbstoffe sind eigentlich fast in allen Pflanzen vorhanden. Besonders viele haben wir in den grünen Pflanzen, die ich sehr empfehle, als grüne Blätter in jeder Variante, denn sie enthalten ganz, ganz viele wertvolle Nährstoffe. Du sagst Vitalstoffe, ich sage Nährstoffe, es ist genau dasselbe damit gemeint. Das sind Aminosäuren, das sind essentielle Fettsäuren, das sind Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme.
Und in der pflanzlichen Rohkost finden wir sehr viel davon. In dem Moment, wenn wir die Rohkost dämpfen, kochen, backen, braten, grillen, zerstören wir diese Nährstoffe. Das ist der Grund, warum ich so ein Befürworter bin davon, dass jede Mahlzeit mindestens 50% pflanzliche Rohkost enthalten sollte. Denn dort kommen die Rohstoffe her, aus denen unsere Zellen etwas herstellen können. Alles, was gekocht, gebacken, gebraten ist, das sind Kalorien. Wir brauchen auch Kalorien. Die Kalorien sind praktisch die Elektrizität für die Fabriken in den Zellen. Und diese Nährstoffe, das sind die Rohstoffe, aus denen die Zellen eben andere Zellen herstellen oder Hormone, Enzyme, Neurotransmitter. Das sind die Rohstoffe. Wir brauchen also beides. Und wichtige Vitalstoffe sind eben diese Carotenoide, die gelben und die orangefarbenen. Jetzt denken sich vielleicht manche, na Moment mal, mein Spinat ist grün und nicht orange. Wenn man den aber lange im Kühlschrank liegen lässt, wird er gelb und orange. Das sagt man so, aber es ist falsch, wenn man das so sagt. Der wird nicht gelb, der wird nicht orange. Der war schon immer gelb und orange. Die Farbe war aber zugedeckt durch den grünen Farbstoff Chlorophyll. Und wenn man eben Pflanzen lange welken lässt, oxidieren die. Und das Chlorophyll oxidiert schneller als diese Carotine. Das heißt, so nach und nach verschwindet im Kühlschrank die grüne Farbe und es kommt das zutage, was schon immer darunter war, nämlich die gelben und orangefarbenen Farbstoffe, weil die die besseren Antioxidantien sind. Das heißt nicht, dass Chlorophyll schlecht ist. Das hat viele andere gute Eigenschaften. Aber als Antioxidant taugt es lange nicht so viel wie diese Beta-Carotine. Und mit denen können wir viele gute Sachen im Körper machen. Eine, die ich unbedingt erwähnen möchte, das sind die Carotine Astaxanthin, Lutein und Zeaxanthin. Die kann man als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Und die beiden letzteren, das Lutein und das Zeaxanthin, das sind die, die wir in unseren Augen, in den Sehzellen ganz dringend brauchen. Und es ist eigentlich im Alter in 90% der Fälle ein Mangel an diesen Nährstoffen, der dazu führt, dass die Augen schlechter und schlechter und schlechter werden. Das Astaxanthin, das ist ein Antioxidant, das in allen Zellen sich schützend wie so ein Schutzschild vor die Zellen oder die Zellbestandteile hinstellt. Und wenn dann ein Sauerstoffradikal oder ein Schwermetall oder ein Toxin daherkommt und der Zelle Elektronen rauben will, sagt dieses Schutzschild Antioxidant, hey, lass mal die Zelle in Ruhe, nimm von mir ein Elektron, ich will sowieso loswerden. Das ist der gemeinsame Nenner von Antioxidantien, dass sie überschüssige Elektronen haben, die sie bereitwillig abgeben. Und Oxidation bedeutet Elektronen entreißen. Daher sollten wir unserem Körper viele, viele sowohl Wasser- als auch fettlösliche Antioxidantien zuführen, weil die sich dann wie viele, viele kleine Schutzschilder im ganzen Körper verteilen und unsere Zellen und damit uns schützen. Und das ist das Astaxanthin, das ich all meinen Patienten empfehle. Und es gibt Präparate. Ich darf ja als Ärztin keine Präparatenamen nennen, nichts Konkretes. Aber ich kann sagen, dass es gut ist, sich ein Nahrungsergänzungsmittel zu suchen, das sowohl Astaxanthin als auch Lutein als auch Xeaxanthin enthält. Es gibt viele, die diesen ganzen Komplex enthalten. Und damit tut man sehr viel Gutes an verschiedenen Stellen im Körper. Und wenn wir jetzt aus Pflanzen diese verschiedenen Carotinoide
zu uns nehmen, würde man denken, dass in der Folge daraus Vitamin A entstehen wird. Auf dem Papier stimmt das auch, denn das Beta-Carotin ist eigentlich Vitamin A mal 2, das sind 2 Vitamin A's, die mit einer Doppelbindung verbunden sind. Und man dachte bis vor wenigen Jahren, dass aufgrund dieser Tatsache, dieser Bauweise, dass es eigentlich für jeden, der pro Woche ein paar Salatblätter isst, ganz leicht ist, ausreichend Vitamin A in den Körper zu bekommen, weil es doch leicht sein muss, diese Doppelbindung zu knacken. Und dann haben wir 2 Vitamin A's. Das stimmt aber leider nicht. Wir stellen fest, wie an vielen anderen Stellen, dass das, was theoretisch funktionieren müsste in unserem Körper und was auch als Blauplan in unseren Genen gespeichert ist. Wir haben die Anleitung zu dieser Umwandlung aus dieser pflanzlichen Vorstufe, tatsächlich dieses Vitamin A herzustellen. Das funktioniert bei den meisten nicht. Und wie stelle ich das fest? Indem ich Laborwerte bestimme. Und wenn ich das bei all meinen Patienten mache, finde ich im Jahr vielleicht einen einzigen, der sich rein vegan ernährt, also nur diese Carotenoide zu sich nimmt und trotzdem einen ausreichend hohen Spiegel von Vitamin A hat. Die meisten Menschen können das nicht mehr. Aha, nicht mehr? Wieso konnten sie es früher besser? Oder? Alle Tiere können das. Wir haben alle den Blauplan dafür. Also die Anleitung ist da genetisch, aber diese Gene sind bei uns abgeschaltet. Sie Warum? Sind in der Aufstellung. Weil, und das ist jetzt bitteschön meine Theorie, die mir aber bisher noch niemand ausgeredet hat, weil wir uns seit einer knappen Million Jahre mit Kochkost ernähren. Weil wir nicht mehr reine Rohköstler sind, wie alle Lebewesen auf diesem Planet. Angefangen vom Einzeller bis hin zum Elefanten, zum Wal. Alle Lebewesen sind Rohköstler, mit Ausnahme von uns und unseren Haustieren. Und das sind die einzigen Tiere auf dem Planeten, die unsere Krankheiten bekommen, die es sonst nirgends in der Natur gibt. Weil wir unseren Haustieren auch das geben, was wir selbst essen, gekochtes. Durch das Kochen, wir erinnern uns, zerstören wir Nährstoffe. Es bleiben leere Kalorien zurück. Und wenn man sich überwiegend von leeren Kalorien ernährt, führt das zu massiven Nährstoffdefiziten. Und ich glaube, das ist die Ursache für chronische Krankheiten. Für alles, was die Menschheit befällt, was draußen in der Natur überhaupt nicht vorkommt. Es gibt da keinen Diabetes und kein Hashimoto und keine Schuppenflechte. Bluthochdruck, Schlaganfälle. Tiere bekommen keine Schlaganfälle, Hunde und Katzen aber sehr wohl, die entsprechend gefüttert werden. Mhm. Und als Konsequenz von dieser jahrhunderttausendlangen Unterversorgung mit Nährstoffen haben wir nicht nur Krankheiten entwickelt, die es zuvor auf dem Planeten gar nicht gab, sondern wir haben bestimmte Stoffwechselwege bei uns in den ausgestalteten Zustand gebracht und wir können Dinge nicht mehr tun, die Tiere können, die alle anderen Tiere können, die genau dieselben Anleitungen in ihren Zellen haben, die können es, wir können es nicht. Eine davon ist tatsächlich diese Umwandlung von Beta-Carotin, also aus dem Pflanzlichen, in diese tierische Form Vitamin A. Wir nennen das die tierische Form, weil wir sie eigentlich in dieser fertigen Form als Vitamin A nur von Tieren bekommen können, aus dem Fett von Tieren. Gesunde Tiere produzieren Vitamin A aus den Blättern und aus den Früchten und dem Gemüse, was sie essen, und lagern Überschüsse in ihrem Fettgewebe ab. Und das ist der Grund, warum ich tierische Fette, aber nicht tierische Eiweiße empfehle.
weil die tierischen Fette nicht nur fettlösliche Vitamine enthalten, die für uns wichtig sind, die wir brauchen und selbst nicht mehr gut oder gar nicht mehr herstellen können, sondern auch noch tausende anderer fettlöslicher Nährstoffe, die wir noch gar nicht identifiziert haben. Aber ich sehe regelmäßig, wenn ich vegane Patienten habe, denen es nicht gut geht, weil ihnen massiv Nährstoffe fehlen, wenn die wieder anfangen, tierische Fette zu essen, dann glühen die auf. Dann spüren die das innerhalb von kürzester Zeit, wie gut ihnen das tut. Okay, das heißt, Fette würdest du empfehlen, aber quasi Fleisch würdest du nicht empfehlen. Wenn du jetzt überwiegend Rohkost, das verträgt ja nicht jeder, oder es gibt ja auch Experten, die von den diversen Antinährstoffen sprechen, nicht, die in Pflanzen drinnen sind. Was sagst du da dazu? Also die Lektine, die, ich weiß jetzt gar nicht, was, da gibt es ja eine ganze Reihe, die man da aufzählen kann. Die Lektine befinden sich hauptsächlich in solchen Pflanzen, die man sowieso nicht roh essen kann, die man kochen muss aufgrund dessen. Also das fällt da gar nicht drunter. Und dass man es nicht verträgt, das liegt schlicht und einfach an der Darmflora, die man sich gezüchtet hat, von Fäulnis- und Gärungsbakterien und Pilzen, wenn man sich ausschließlich von tierischen Eiweißen, von kurzkettigen Kohlenhydraten wie Zucker und Fructose ernährt, wenn man ganz viel Gekochtes isst, züchtet man sich eine entsprechende Darmflora heran, die genau davon lebt und die Protestnoten überreicht, wenn man dann das isst, was der Körper eigentlich braucht, weil dort die Nährstoffe drin sind. Wenn man dann Rohkost isst bei so einer Darmflora, bekommt man massiv Blähungen und es zwickt und zwackt und ist ganz unangenehm. Und die Leute schließen daraus, das ist nichts für mich. Doch, das ist etwas für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Lebewesen auf dem Planeten. Aber man muss hier als Therapeut parallel arbeiten, nicht nur den Speiseplan verbessern, sodass die Ernährung nährstoffdichter wird, sondern auch gleichzeitig den Darm sanieren, um dort solche Bakterien anzusiedeln, wie wir eigentlich von Natur aus haben sollten, die sehr wohl mit der pflanzlichen Rohkost gut auskommen und daraus wertvolle Nährstoffe für uns teilweise als Zwischenschritt produzieren. Und wir nehmen es dann auf über die Darmschleimhaut. Und ist es dann so, dass du hast jetzt gesagt, dieses Gen, das das Beta-Carotin umwandelt ins Vitamin A, das ist jetzt bei uns abgeschaltet, hast du gesagt. Kann man das dann sozusagen, wenn man sich wieder pflanzlich ernährt, wieder anschalten? Kann man doch Gene versuchen. Nicht? manche ja, aber solche nicht. Das bedarf wieder irgendwie 30.000 Generationen. Okay. Einer gesunden Ernährung, schätze ich jetzt mal, bis das wieder funktioniert. Manche Gene schalten sich ganz schnell an und aus. Es gibt diese herrliche Studie irgendwo in Afrika, im Busch, wo die Menschen noch sehr ursprünglich leben und sich ursprünglich ernährt haben. Denen hat man eine Woche lang Fast Food gegeben und vorher und nachher bestimmte genetische Marker gemessen, und zwar die eine erhöhte Gefahr aufzeigen für Darmkrebs. Die waren vorher völlig ausgeschaltet, praktisch nicht, überhaupt nicht aktiv. Nach einer Woche Fast Food waren die voll aktiv, diese Gene, die Gefahr dramatisch erhöhen, dass man Darmkrebs bekommt. Also es gibt Gene, die sehr schnell reagieren. Es gibt aber auch welche, die sicherlich nicht innerhalb einer Generation sich wieder berappeln und das tun, was sie sollen. Und das sage ich jetzt deshalb, weil ich manche Patienten schon über 10 Jahre begleite und einmal im Jahr sehe, zum sogenannten Update-Termin kommen die und dann besprechen wir so, was ist jetzt letztes Jahr alles passiert, was haben wir denn für Baustellen, auf die wir uns konzentrieren. Es gibt eine körperliche Untersuchung
Und es werden Werte bestimmt, die für diesen Patienten eben wichtig oder charakteristisch sind. Und wenn ich da regelmäßig Vitamin A bestimme und ich weiß, das ist ein Patient, der sich relativ gut hält. Ich meine, niemand macht 100%, aber die Patienten, die so lange zu mir kommen, das sind die, die wirklich relativ konsequent diese gesunde Lebensweise umsetzen. Da sehe ich keine Unterschiede in den Werten. Natürlich war der Wert am Anfang sehr niedrig und ich habe dem Patienten dann eine Dosis ausgerechnet, die ich für ihn korrekt halte, die ich dann später kontrolliert habe. Der nimmt das Tag um Tag um Tag, jahrelang und die Werte bleiben stabil. Würde er jetzt irgendwann mal durch seine gesunde Lebensweise wieder anfangen, selbst Vitamin A herzustellen, von der vielen pflanzlichen Rohkost, die er isst, aufgrund von meinen Empfehlungen, würde ich irgendwann mal im Jahr 6, 7, 8 plötzlich sehen, dass der Vitamin A-Wert in die Höhe schießt. Das habe ich noch nie beobachtet, noch nie, bei Tausenden von Patienten. Deshalb denke ich nicht, dass das ein Stoffwechselweg ist, den man einfach so wieder hinbekommt. Misst du da auch, also kann man auch die Gene anschauen, welche sind angeschaltet oder ist das zu teuer oder geht das gar nicht? Das ist mit Sicherheit zu teuer. Ich weiß gar nicht, ob es für diese speziellen Gene es Messmethoden gibt. Aber vielleicht noch interessant, andere Sachen, die wir nicht mehr können, ist zum Beispiel aus dem pflanzlichen Omega-3. Dass wirklich die beiden Sorten zu machen, die DHA und EPA, die wirklich den Blutdruck senken, auch positiv sich auf den Blutzucker auswirken, gut sind für die Gehirngesundheit und bla 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 alles. Wir müssen uns das Omega-3 irgendwo im Tierischen holen, wo die Tiere das können aus dem Pflanzlichen, oder wir holen uns von der Alge, die tatsächlich die DHA und EPA herstellt. Genau. Das ist das, was ich meinen Patienten empfehle. Was ist jetzt das Fazit, liebe Barbara? Wir müssen dann eben doch viel tierische Leber essen. Es gibt ja nicht wenige Experten, durchaus auch in im Netzwerk von Medomir, das Essen von Organen empfehlen. Und es gibt ja auch, gerade die Leber wird ja als Superfood betrachtet und hat ja auch sehr viel Vitamin A. Also du bist da nicht dafür. Wie verfährst du oder was rätst du da den Patienten, also, die Vitamin A machen? Wenn die Leber wirklich super, super, super bio ist, von Tieren, die niemals Autoabgase schnuppern, die wirklich super gesund von Frischzeug ernährt werden, die an der Sonne draußen sind, sich bewegen können, sozial miteinander integrieren, also von super gesunden Tieren, würde ich oder lasse ich gerne mit mir reden. Es ist schwierig, so etwas zu finden. Ich weiß, das gibt es. Natürlich enthält auch eine Leber tausende von Nährstoffen, während die Vitamin A-Pille nur den einen enthält. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Also, ich sage nicht ganz nein. Ich sage nur, es ist schwierig, wirklich so gesunde Tiere zu finden. Stellt übrigens sehr gerne eure Fragen übrigens an Barbara. Ich war in Alaska diesen Sommer und da habe ich solche Herden gesehen. Es gibt sie. Okay. Entschuldige, ich bin dir jetzt ins Wort gefallen. Ich wollte nur sagen, ihr könnt sehr gerne auch im Chat eure Fragen an Barbara Miller stellen, alles rund um Vitamin A und pflanzliche Ernährung. Und ich sehe das im Chat, wenn ihr Fragen stellt, auf YouTube und Facebook und werde die Fragen dann an Barbara weiterreichen. Also vielleicht noch, bevor wir an die Fragen gehen, vielleicht noch ganz wichtig, wozu ist Vitamin A überhaupt gut? Ja, bitte. Warum brauchen wir Vitamin A? Es ist ganz, ganz wichtig für die Sensorien, also fürs Sehen, fürs Riechen, fürs Hören, fürs Schmecken und fürs Tasten.
Und viele Menschen nehmen einfach in Kauf, dass das alles im Alter langsam schlechter wird. Das ist aber zum größten Teil wirklich Konsequenz davon, dass Nährstoffe fehlen. Und einer der wichtigsten für diese Funktion ist Vitamin A. Ich erinnere mich da an ein älteres Ehepaar, beide so über 70. Er hatte ein Hörgerät und noch eine ganze Reihe von anderen Baustellen. Und ich habe ihm hochdosiert anhand von seinen Laborwerten eine Vitamin-A-Kur verschrieben. Und innerhalb von weniger als 2 Monaten konnte der sein Hörgerät komplett wegnehmen. Er hat das nicht mehr gebraucht. Das Gehör hat sich dramatisch verbessert. Man würde jetzt meinen, dass er sehr zufrieden war. War er aber überhaupt nicht. Er rief mich an und sagte, was muss ich tun, damit es wieder so wird wie vorher? Ich sage, warum? Er sagt, naja, früher konnte ich dann immer das Hörgerät ausschalten, wenn ich das Geschwätz nicht mehr hören wollte. Oh je. Und das geht jetzt nicht mehr. Okay. Also, man tut den Leuten nicht immer einen Gefallen, wenn man ihnen hilft zu heilen, was nicht in Ordnung ist. Gibt's da verschiedene Qualitäten, ist eine Frage, ja, von Vitamin, ja, A, also als Nährstoff. Muss man da auf etwas achten? Es gibt es ist eine sehr heiße Diskussion über die verschiedenen Formen von Vitamin A, über das Palmitat und das Linoleat und das Acetat. Und die Studien sind so widersprüchlich, dass man eigentlich, dass ich hier jetzt nichts dazu sagen will, außer dass ich bei Palmitat, was eines, wo gesagt wird, naja, das ist nicht ganz natürlich, ich sehe einfach, dass die Laborwerte sich deutlich verbessern darunter. Ich kann das sehr gut steuern. Und das kann ich bei der anderen Form nicht. Da geht das rauf und runter, wie es Hornberger schießen. Und wenn ich sehe, dass ein Laborwert im Blut konstant besser ist, dann bleibe ich erstmal dabei. Es gibt auch noch die Retinoine. Und das sind die Formen, die dann äußerlich für die Haut verwendet werden. Manche kennen das. Das Tretinoin zum Beispiel ist eines der bekanntesten, die Vitamin-A-Säure oder Retinol-A heißt das. Und die sorgen dafür, dass die Haut sich viel schneller regeneriert. Normalerweise braucht so eine Hautschuppe oder eine Hautzelle vom Moment, wo sie durch Teilung entstanden ist, wie sie langsam nach oben wandert, abstirbt und dann abschilfert und von der Haut abfällt, das ist ein Zyklus von 28 Tagen. Und sowohl innerlich, wenn man Vitamin A nimmt, beschleunigt sich dieser Prozess, so dass viele sagen, Vitamin A ist auch so ein Anti-Aging-Vitamin. Mhm. Noch schneller geht das Ganze, wenn man es von außen aufträgt, als Creme, als Lotion, als Gel. Das kann sogar so stark sein, dass wirklich die Haut sehr gerötet ist und man gar nicht in die Sonne kann. Es gibt starke verschreibungspflichtige Arten von der Vitamin-A-Säure. Das gehört wirklich nur in die Hände von Fachleuten und man muss entsprechend dann Lichtschutzfaktor 50 oder 100 auftragen, weil dann die Gefahr höher ist, dass man Hautkrebs bekommt, wenn man bestrahlt wird von Sonne oder sogar von manchen künstlichen Leuchtkörpern, die entsprechende Wellenlängen haben. Also das ist Vitamin A, ist auch sehr wichtig fürs Gehirn, für Nerven. Es ist es gibt etliche Studien, die aufzeigen, wer zu niedrige Vitamin A-Werte hat, hat ein viel höheres Risiko für Parkinson. Und es schützt vor vielen Krebsarten. Das ist ganz wichtig fürs Immunsystem. Also wer ständig Rotz und Spotz und verschnupft ist und alles an Infektionen abbekommt, was so vorbeifliegt, der hat vielleicht auch einen Mangel an Vitamin A.
Das heißt, du empfiehlst da tendenziell dann eben das Palmitat als Vitamin A-Verbindung, Das oder? ist das, was ich meinen Patienten schon seit Jahrzehnten empfehle, und ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwelche Probleme gab. Und das Retinol, das wäre dann zum äußerlichen Auftragen eher für Schönheitszwecke Ja, sozusagen. so Fältchen wegbekommen, Aha. Sonnenflecken, aber auch therapeutisch, zum Beispiel so oberflächliche Hauttumore kann man eigentlich sehr gut auch damit wegbekommen. Durch diese beschleunigte Regeneration der Haut wird das Äußerste eigentlich so abgeworfen, losgeworden ist. Man wird es los. Die deutsche Sprache ist so schwer. Und ja, es gibt auch viele Kosmetika, die enthalten niedrige Dosierungen von Retinol. Meistens so niedrige, dass es letztendlich nichts bringt. Wie kann ich da jetzt auch, kam auch als Frage beim Retinol eben, wie kann ich da sicher sein, dass es kosmetisch doch wirkt oder soll ich das dann Ja, dann sollte selber man mischen schon lassen oder? zum Dermatologen gehen und sich da etwas Vernünftiges verschreiben lassen, weil, wie gesagt, die meisten frei verkäuflichen Kosmetika, die haben es drin, steht auf dem Etikett drauf, sieht toll aus, aber die sind gezwungen, da so niedrige Konzentrationen reinzupacken, dass es kaum wirksam ist. Und das heißt, ich könnte auch Hautkrebsvorstufen, wie zum Beispiel diese aktinische Keratose, von der immer mehr Menschen betroffen sind, wenn ich mir da das Retinol auf die Haut schmiere, könnte das helfen? Könnte. Wir sind hier im Konjunktiv. Ich gebe und kann keine ärztlichen Rat hier so in die Öffentlichkeit hinausblasen, denn irgendjemand mit solchen Krebsvorstufen hört das, tut, was wir hier sagen, bekommt dann trotzdem Krebs, und das finden wir dann beide nicht gut. Und Ja. der Patient selbst am allerwenigsten. Das heißt, Fazit ist, entweder ich supplementiere mit einem geeigneten Vitamin A und die Dosis und die Häufigkeit und wie lange man das nimmt, sollte man es nach deiner Praxis, nimmt man das dann ein Leben lang oder setzt man immer wieder ab oder was sind da deine Erfahrungen? Es gibt bestimmte Stoffe, die brauchen wir wirklich ein Leben lang. Wenn wir aufhören zu substituieren, zum Beispiel D oder A, dann rutschen wir ins Defizit. Das ist ganz einfach. Und die Stoffwechselprozesse, die auf diese Nährstoffe angewiesen sind, die laufen dann nicht oder laufen nur leidlich. Ich sage immer, ja, wenn die Autofabrik nur wenig Metall und kaum Gummi bekommt, wie viele Autos gibt es dann? Wie viele Hormone kann die Zelle dann herstellen? Oder Entgiftungsenzyme oder Signalmoleküle im Gehirn, wenn die Rohstoffe nicht geliefert werden? Nährstoffzufuhr halte ich für das A und O von Gesundheit. Denn wenn ich dem Körper und den Zellen alles gebe, was sie brauchen, um optimal zu funktionieren, sind die Selbstheilungskräfte teilweise wirklich frappierend. Die funktionieren aber dann nicht, wenn jede Zelle einfach so in der Ecke liegt und wimmert und völlig ausgelaugt und ausgehungert ist. Wie soll da ein Körper irgendetwas heilen können, wenn er am Verhungern ist? Und ich habe ganz häufig Patienten vor mir, die vor mir sitzen. Ich mache chinesische Antlitzdiagnostik. Die leitet mich schon so ein bisschen wie ein Kompass. Welche Organsysteme sollten wir uns genauer anschauen, weil die vermutlich nicht optimal arbeiten? Ich habe ganz häufig Menschen vor mir, die sind total unterernährt und nicht kalorienmäßig. Die sind teilweise sogar übergewichtig, nährstoffmäßig. Ja, viel zu viele leere Kalorien, aber nicht genug Nährstoffe. Und Barbara, welche kannst du da so aufzählen, welche Nährstoffe du auf jeden Fall jedem Menschen, der hier im Westen lebt, was so für dich die Basisversorgung an Nährstoffen ist?
Ja, das sind die Vitamine G, A und K2, alle B-Vitamine, dann das Astaxanthin zusammen idealerweise mit dem Lutein und dem Zeaxanthin, Glutathion als wasserlösliches Antioxidant. Und die Mineralstoffe Calcium, Magnesium und Bor, ganz wichtig für die Knochen. Für zwischenzeitlich bekommen so viele Männer Osteopenie und Osteoporose, einfach aufgrund von diesen vielen Säuren, die im Körper entstehen durch die Ess- und Trinksünden. Natürlich auch durch Stress und Schlafmangel, da entstehen auch Säuren. Aber zu einem großen Teil ist es eben das, was wir hier reinschieben. Und die Säuren sind für den Körper schädlich, unnatürlich und müssen neutralisiert werden und werden mit Hilfe von Mineralstoffen neutralisiert. Wenn das jetzt aber jemand ist, der sich nährstoffarm ernährt, führt der kaum Mineralstoffe zu. Der Körper muss aber trotzdem neutralisieren. Die Säuren sind ja da und wenn die nicht neutralisiert werden, sehen wir uns in 4 Stunden auf der Intensivstation. Was macht der Körper in seiner Not? Der holt sich das aus eigenem Gewebe, diese Mineralstoffe. Der holt sich die aus den Knochen, aus den Gefäßwänden, aus den Organen mit entsprechenden Konsequenzen. Aus dem Haarboden, Haare gehen raus. Der holt sich's, wo er es bekommen kann. Er ist da tagtäglich im Überlebenskampf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir spüren das nicht. Aber jedes Mal, wenn wir eine Tafel Schokolade verdrücken oder ein Currywürstchen, entstehen massiv Säuren in uns. Und wenn der Körper die Mineralstoffe nicht geliefert bekommt für die Neutralisierung, ja, dann holt er sich's eben Raubbau an der eigenen Körpersubstanz. Und das geht jetzt Jahre, Jahrzehnte lang. Ist klar, dass es irgendwann mal Konsequenzen haben muss. Du hast jetzt Jod und Selen nicht aufgezählt bei den Nein, Basics. weil das messe ich. Was war das letzte B6? Jod und Selen habe ich dich gefragt. Und B6 hast du auch Nein, gesagt? nein, ich sagte nur Jod und Selen. Okay, also Selen ist in vielen Nüssen und Samen enthalten. Das checke ich. Das hängt so ein bisschen von der Ernährungsweise ab. Wenn es jemand braucht, dann bekommt er von mir ein Selenpräparat, aber nicht lebenslang, sondern wirklich nur als Kur, um aus dem Defizit herauszukommen. Und meine Standardempfehlung ist eigentlich pro Woche 2 Hände voll Nüsse und Samen essen. Für die meisten Paranüsse, ne? Leute Paranüsse. nicht nur Paranüsse, nicht nur Ja. Paranüsse. Ich habe eine Patientin, die hat super niedrige Werte jetzt eben gehabt letzte Woche und die sagten, dabei esse ich jeden Tag 3 Paranüsse. Ich sage, ja, aber es ist Paranuss von hier und Paranuss von da. Das sind ganz andere Böden. Ja, das Ja, stimmt. deshalb Nussmischung, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man ein gesundes Mittelmaß drin hat. Nicht nur eine Sorte. Weil manche essen 3 Paranüsse am Tag und haben einen astronomisch hohen Selenwert, der schädlich ist. Daher die Mischung. Das kontrollieren wir auch wieder nach gewisser Zeit und je nachdem, wie der Wert ausfällt, empfehle ich mehr oder weniger als diese 2 Hände voll. Aber die passen recht gut, weil so ein kleines Kind hat natürlich kleinere Händchen und so ein Riesenberg von Mann hat große Hände und dementsprechend passen diese Hände voll mengenmäßig auch ganz gut zum Bedarf des Körpers. Jod, ich habe Patienten, die in Norddeutschland oder in Holland oder in Nordfrankreich leben, dicht an der Küste. Wenn man sich da regional ernährt, muss man kein Jod supplementieren. Da ist genug über die Luft, über das zerstäubte Jod aus dem Meereswasser, Ja. landet auf den Feldern. Die Leute haben teilweise zu viel Jod im Körper. Denen empfehle ich dann tatsächlich lieber irgendwie sich das Biogemüse zum Teil aus was weiß ich, aus Spanien zu holen oder sonst wo. Die, die Interessant. niedrige Werte haben, denen gebe ich etwas. Es ist aber immer gebunden an die Laborwerte. Es ist für jeden Patienten dann maßgeschneidert.
Eine Userin fragt, ob eine Vitamin-A-Kur bei Tinnitus auch helfen kann. Vielleicht, vielleicht. Ich würde, wenn das meine Patientin wäre, würde ich bei ihr messen. Und je nachdem, wo sie liegt, würde ich ihr die Empfehlung geben. Hat sie Defizite? Auf jeden Fall, ja. Ja, Tinnitus kann ja sehr viele Ursachen haben, nicht? Das beginnt ja bei Stress über sogar genau, CMD. Genau, seelisch, emotional nicht? Auch, ja. Aber auch CMD, ich habe einen Zahnkongress gemacht und da war dann, dass man auch bei, wenn man im Kiefer Probleme hat, das kann Tinnitus, also Tinnitus kann durch ganz viele Ursachen ausgelöst werden, aber natürlich auch durch Mangelernährung oder Mangel an Vitalstoffen. Ja. Ja, ganz toll. Also jetzt schaue ich noch, was für Fragen sind. Ja, stellt sehr gerne noch eure Fragen an Barbara Miller. Was mich noch interessieren würde, also du hast jetzt so als Basics genannt, Calcium, Magnesium, Bor, Vitamin A, D, K2 und B-Vitamine. Und dann waren wir bei den Antioxidantien wie Astaxanthin dann und Glutathion, die Aminosäuren. Oh ja, die habe ich vergessen. Ja, ja, natürlich. Ja, weil gerade wenn man vegetarisch isst, ja. Woher nimmt man die Proteine? Na, man bekommt schon sehr, sehr qualitativ hochwertige Proteine aus Hülsenfrüchten, wobei die gekocht sein müssen, wegen den genannten Antinährstoffen. Ja. Die empfehle ich zweimal die Woche als Hauptmahlzeit, nicht häufiger. Aufpassen, denn das steigert die Harnsäure. Und Harnsäure ist ungefähr das Böseste, was man sich im Körper antun kann. Das ist so der Risikofaktor für jede Erkrankung, die man sich ausdenken kann. Das ist ein massiver Risikofaktor für Altersdemenz, für Alzheimer, für Krebs, für Autoimmunerkrankungen, Bluthochdruck, einfach alles. Schlicht und einfach alles. Harnsäure auf jeden Fall. Es sollte immer wieder im Auge behalten werden. Ich lese gerade ein oder ich lese nicht, ich höre, weil es ist wenig Zeit zum Lesen da. Aber sobald ich irgendwie Geschirr spüle oder im Auto sitze, höre ich Audiobücher und ich höre gerade das Buch Drop Acid. Das ist ganz neu in Amerika, gibt es wahrscheinlich noch nicht auf Deutsch, bedeutet irgendwie lasse die Säure fallen. Und es ist ein Buch über Harnsäure, wo ich gesagt habe, ja, endlich, weil seit 10 Jahren rede ich gebetsmühlenhaft darüber, wie gefährlich Harnsäure ist. Und jetzt kommt endlich mal wirklich die Literatur dazu. Hat sich irgendjemand viel, viel mehr Arbeit dazu gemacht als ich. Und im Prinzip stellt alles wunderbar zusammen. Also wer Englisch liest, kann ich nur empfehlen, ist ein tolles Buch. Also bei den Hülsenfrüchten aufpassen, nicht mehr als 2-mal Hauptmahlzeit pro Woche. Ich kenne viele Veganer vor allem, die ständig Hunger haben und die dann jeden Tag irgendwie sich Hummus machen. Das geht nach hinten los. Das ist ein Schuss in die eigene Kniescheibe. Man muss überall abwechseln. Das Einzige, was man ohne Unterlass tagtäglich essen kann, das sind die Superfoods. Jede andere Pflanze enthält irgendwelche, entweder wie du sagst, Antinährstoffe oder toxische Stoffe, die sich aufsummieren, wenn man sie zu häufig isst. Was sind die Superfoods für dich? Na, Spirulina, Chlorella, Ashwagandha, Maca, Shatavari, All das, was man als Superfood bezeichnet, die blaugrünen Algen, die Floss Aqua, Klamath Lake, das sind alles Nährstoffbomben, so wie auch die Sprossen Nährstoffbomben sind. Ich empfehle jedem täglich 2 Hände voll Sprossen zu essen.
weil diese Menge an Nährstoffen, die bekommt man in keiner Pflanze. Haben Wenn die man nicht das auch, vergleicht, enthalten die nicht auch Lektine, die Sprossen? Oder verwechsle ich das? das stimmt dann, wenn du von Hülsenfruchtsprossen Ja, genau, die Hülsenfrucht, genau. Ja, so war Wenn du das, richtig genau. krank werden willst, machst du dir Hummus aus Hülsenfruchtsprossen. Da wirst du dann richtig krank. Meine Empfehlung ist, diese Sprossen auf der Ebene zu ziehen, so dass man einen Rasen hat. Wenn man den dann so abschneidet, dann sind da diese Toxine nicht drin. In den Pflänzchen selbst, in den kleinen, sind die nicht drin. Man darf Die die Köpfe. Linsen, Bohnen, Erbsen selbst, die gesprossen sind, nicht essen, außer man übergießt sie mit kochendem Wasser. Das neutralisiert das. Oder man benutzt sie dann wirklich zum Kochen. Das heißt auch, also Sojasprossen nicht Na, essen. Soja ist so, ey, so, Soja gehört nicht in menschliche Körper rein. Soja, es ist ganz Ja. gruselig. Das macht böse Dinge mit der Schilddrüse, mit den Sexualhormonen, mit den Nerven. Soja empfehle ich überhaupt nicht, in keiner Variante. Und jetzt schreien ganz viele empört auf und entsetzt. Aber es gibt auch für Sojasauce, gibt es wunderbare Alternativen. Aus Kokos, aus Lupinen, also. Ja, genau, habe ich schon ausprobiert, weil ich meide Soja auch. Wobei das mit den Sojasprossen, ich habe mir gedacht, na, auch Sojasprossen nicht, okay. Bitte das Buch, es wird noch nach dem Buch, dieses Drop Acids, von wem ist das Buch? Hast du den Autor genannt? Danach wird Nein, habe ich gefragt. nicht, aber es gibt etwas, das nennt sich Google. Drop Acids, bitte googeln. Ja, ich bin auch ganz gespannt, also weil das Thema Harnsäuren, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Und dann ist noch die Frage nach dem Moringa-Pulver, gilt das auch als Superfood? Ja. Moringa. Ja, uneingeschränkt, ja. Ja, gut, also die Stunde ist rum. Meine lieben Userinnen und User, habt ihr noch Fragen an Barbara? Sonst würden wir jetzt bald schließen. Ich habe versprochen, dass wir nach einer Stunde Schluss machen. Das heißt, das ist jetzt noch eure letzte Chance, an diese tolle Ärztin Fragen zu stellen. Ich schaue gerade, ob im Chat noch etwas kommt. Ansonsten empfehle ich euch, diese ganz tolle Kompetenz von Barbara Miller könnt ihr ab Freitag dann noch einmal 10 Tage lang erleben, wenn unser Kongress zu den Gesundheitsmarkern und Laborwerten stattfindet, weil da eben Barbara die Gestalterin des Kongresses ist und ganz spannende Experten interviewt hat. Der Kongress ist eben kostenlos. Und so, jetzt schaue ich noch, ob noch was kam. Möchtest du noch etwas zum Schluss uns mitgeben, Barbara? Einfach nur, dass wir gut dran tun, wenn wir mehr pflanzliche Rohkost in Bioqualität essen. Das ist eine Nährstoffzufuhr, die der Körper dankbar wie so ein Schwamm aufsaugt und mit entsprechend guten Ergebnissen einem präsentiert in Sachen Gesundheit und Anti-Aging. Vielen Dank, Barbara Miller. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Habt einen schönen Silvester und nicht so viel Zucker essen, nicht so viel Alkohol. Alles nicht gut für die Gesundheit, aber genießt. Alkohol und Zucker, also Alkohol hebt auch die Harnsäure ganz stark an. Na, ich Ganz, werde mir ganz stark. dieses Buch sofort, also ich bin auch ein Mensch der Hörbücher, ich werde das gleich suchen. Wir bekommen ein Herzchen und Dankesbezeugungen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Barbara, und schönen Abend an alle. Tschüss. Tschüss. Ja.